Ihre Expertin für steuerliche und juristische Fragen, Rechtsanwalt Dr. Andreas Jäger von der Kanzlei Dr. Jäger aus Reutlingen und Rechtsanwältin Silke Kurz aus der Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzlei Kurz aus Ehningen. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Forum Recht. Heute mit einem Thema, das ein echter Klassiker ist. Ärger beim Gebrauchtwagenkauf. Bei uns im Studio begrüße ich Herrn Rechtsanwalt Christoph Meyer. Guten Tag. Guten Abend, Herr Steck. Unser heutiger Einspielerfall sieht so aus. Der Student Simon B. ist auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen für seine tägliche Fahrt vom Heimatort zum Studienort. Er wird fündig, sogar zu einem günstigen Preis. Durchschauen Sie selbst. Der Student Simon B. ist auf der Suche nach einem günstigen Gebrauchtwagen für die tägliche Fahrt zur Uni. Auf dem Hof des Gebrauchtwagenhändlers Hermann H. wird er fündig. Für den, wie er findet, günstigen Preis von 4.000 Euro bietet dieser einen 5 Jahre alten Kleinwagen mit einer Laufleistung von bislang 60.000 Kilometern an. Das Fahrzeug macht auf Simon B. einen ordentlichen Eindruck und er entschließt sich zum Kauf. Das Muster des Kaufvertrags enthält folgende Klausel. Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjähren in einem Jahr ab Übergabe des Kaufgegenstands an den Käufer. 1,5 Jahre später will Simon B. losfahren, stellt aber fest, dass die Gangschaltung nicht mehr funktioniert. Die Gänge gehen nicht mehr rein. Ein befreundeter Automechaniker schaut sich das Fahrzeug an und kommt zu dem Schluss, der Wagen ist defekt. Die Reparaturkosten schätzt er auf mehr als 1.000 Euro. Simon B. ärgert sich darüber, dass ihm der Autohändler Hermann H. ein Auto verkauft hat, das schon nach 1,5 Jahren einen Getriebeschaden erleidet. Herr Meyer, ein Fall, wie wir ihn alle kennen. Das Auto läuft nicht mehr und man fragt sich, wer muss das bezahlen? Wie kann an dieser Stelle der Fall weitergehen? Bestehen hier noch Rechte gegen den Autohändler? Nun, um diese Frage beantworten zu können, müssen wir im Wesentlichen zwei Punkte auseinanderhalten. Das eine ist die Verjährung und das andere ist die Frage, liegt überhaupt ein Gewährleistungsfall, also ein sogenannter Mangel vor? Herr Meyer, dann bleiben wir also bei dieser Reihenfolge. Wie steht es um die Verjährung? Und in unserem Fall war im Vertrag vorgesehen, dass die Verjährung auf ein Jahr verkürzt ist und der Schaden ist erst 1,5 Jahre nach der Übergabe aufgetreten. Dann sind die Gewährleistungsansprüche also verjährt? Nein. Der Bundesgerichtshof hat in einem ganz ähnlichen Fall erst kürzlich wieder entschieden, dass eine so formulierte Vertragsklausel unwirksam ist. Herr Meyer, aber das ist nicht eine typische Klausel. Man hört doch immer wieder, dass Gebrauchtwagenhändler die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzen. Solche Klauseln sind sogar eher die Regel als die Ausnahme. Grundsätzlich ist es möglich, die Verjährungsfrist beim Kauf von gebrauchten Sachen auf ein Jahr zu verkürzen. Eine solche Klausel ist jedoch in allgemeinen Geschäftsbedingungen nur dann wirksam, wenn sie eine Ausnahme macht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und wenn sie die Haftung bei grobem Verschulden ausnehmen. Und diese Ausnahme muss ganz klar in der Klausel beinhaltet sein. Und genau diese Ausnahmen beinhaltet die Klausel in unserem Fall nicht. Genau, in unserem Fall war die Verjährung ganz pauschal wegen Sachmängeln auf ein Jahr verkürzt und das ist so nicht wirksam. Das heißt im Umkehrschluss, dass in unserem Fall doch Gewährleistungsansprüche bestehen. Ganz so schnell geht es nicht. Wir haben jetzt die erste Frage geklärt, der Verjährung, die ist noch nicht eingetreten. Jetzt müssen wir den zweiten Punkt klären, nämlich ob ein sogenannter Mangel bei Übergabe des Fahrzeuges vorlag und dann erst sind wir in einem Gewährleistungsfall. Und wovon hängt das ab? Nun, ganz allgemein gesprochen liegt ein Mangel dann vor, wenn die Sache bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat oder wie in unserem Fall eben nicht die Beschaffenheit aufweist, die eine vergleichbare Sache gleicher Art und Güte haben müsste. Das klingt ziemlich unkonkret. Ja, das ist richtig. Man muss sich jeden Einzelfall genau anschauen. Bei Kraftfahrzeugen ist der Vergleichsmaßstab eben immer das Fahrzeug der gleichen Fahrzeugklasse, möglicherweise anderer Hersteller. Und bei Gebrauchtfahrzeugen ist dann noch wichtig, beispielsweise das Baujahr, die Laufleistung, der Kaufpreis, der Zustand und Sonderausstattung beispielsweise. Entscheidend ist dann, ob dann gemessen an diesem Maßstab der Defekt auf einem typischen Verschleiß beruht oder eben nicht und ob die Ursache hierfür schon bei Übergabe vorlag. Und woher soll ich das als Laie wissen? Ja, als Laie ist es in der Tat schwierig, das zu erkennen. Bei typischen Verschleißteilen ist die Sache recht einfach. Da bestehen auch keine Gewährleistungsansprüche, beispielsweise bei Bremsen, Scheibenwischer, Stoßdämpfer und Ähnliches.
Anders und schwieriger ist diese halt beispielsweise bei Motorschäden, bei Karosserieschäden oder wie in unserem Fall bei einem Getriebeschaden, also bei Sachen, die eigentlich ein normales Autoleben überdauern. Und da, wenn die dann defekt werden, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass die Ursache hierfür schon bei der Übergabe bestand. Heißt in unserem Fall? In unserem Fall sieht die Sache für unseren Protagonisten nicht schlecht aus. Ein Getriebe übersteht normalerweise eine Laufleistung von weit mehr als 100.000 Kilometern und ist kein typisches Verschleißteil. Ein Gericht hat in einem ganz ähnlichen Fall erst kürzlich für den Käufer entschieden und der Händler musste dann kostenlos nachbessern. Es ist aber im Streitfall immer schwierig, ja, als Laien zu erkennen, handelt es sich um einen Verschleiß oder nicht. Im Streitfall muss das ein Sachverständiger beurteilen und man muss auch als Käufer den Nachweis führen, dass dieser Mangel schon bei Übergabe vorlag. Abschließend gefragt, Herr Meier, als Fazit, wie sieht es für unsere Zuschauer in ähnlichen Fällen aus? Nun, Käufern kann nur geraten werden, dass sie sich von scheinbar eindeutigen Vertragsklauseln nicht zu schnell beeindrucken lassen sollten. Und jedem Händler kann nur geraten werden, auch aufgrund der wieder bestätigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, überprüfen Sie Ihre Klauseln, ob sie dem Gesetz entsprechen. Vielen Dank, Herr Meier. Gerne, Herr Steck. Liebe Zuschauer, achten Sie also bitte auf die Klauseln, damit Sie auch beim Autokauf keine Probleme bekommen. Wir sehen uns wieder nächsten Dienstag, wenn Sie mögen, bei Forum Recht. Passen Sie gut auf sich auf. Danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.